Heute die Screenbar von BenQ. Eine etwas andere Schreibtischlampe. Eingepackt ist das Ganze sehr, sehr übersichtlich. Und für Lesefaule, die nie ins Handbuch schauen, hat BenQ hier alles auf die Verpackung gedruckt. Cool. Da wäre zuerst das Klemmgewicht. Lässt sich variabel für verschiedene dicke Bildschirme verwenden und sorgt dafür, dass die Lampe nicht vorne runterfällt. Ein Micro-USB-Kabel, welches eine Buchse mit 1 Ampere sucht. Die ist jedoch nicht dabei. Und die Screenbar, mehr eine LED-Lichtleiste. Sehr, sehr wertig verarbeitet, so wie man das für den Verkaufspreis erwarten würde. Ohne Schnickschnack. Obendrauf die Sensortasten, also keine Klick-Klack-Dinger. Ein leichter Touch reicht. Und eine Foto-LED, die die Umgebungshelligkeit feststellt und je nach Modus die eigene Helligkeit steuert. Das Gewicht kommt so an den Monitor. Die Lichtleiste wird dort reingeschoben, das USB-Kabel nach hinten eingesteckt und fertig. Ich würde empfehlen, das USB-Kabel nicht in den Monitor zu stecken, weil man so das Licht dann auch nutzen könnte, wenn der PC nicht an ist. Selbst mit meinen Videoleuchten kann man die Lampe noch klar sehen. Bringt also einiges an Leistung, selbst unter mehrfachem Tageslicht. Mache ich also mal die Videoleuchten aus und auch wenn die Kamera nachregelt, kann man gut sehen, wie gut sie leuchtet. Eine Taste ist für den Automatikmodus. In dem wird von selber gedämmt. Dann Tasten für die Helligkeit und ganz wichtig Farbtemperatur. Sie kann stufenlos zwischen einem sehr bläulichen Licht und einem sehr warmen Licht eingestellt werden. Der größte Vorteil einer Screenbar gegenüber einer Schreibtischleuchte ist aber, dass es keine Spiegelung auf dem Monitor gibt. Der liegt hier einfach im Schatten und es fällt kein Licht auf den Bildschirm oder ins Auge. Klare Kanten definieren den auszuleuchtenden Bereich. So wird einzig der Schreibtisch ausgeleuchtet. Und so komme ich auch zu meinem Fazit. Preislich sicherlich nicht für jeden etwas, ist die Lampe jedoch schon ein Hingucker. Von den Funktionen ist sie jeder Schreibtischlampe klar überlegen. Tagsüber ein weißes Licht, abends ein gelbes. Das macht heute schon jedes Handy. Oder je nach Arbeit als Fotograf die Farbtemperatur angepasst. Und so kann man seinem Auge hier auch was Gutes tun. Habe ich irgendetwas Negatives gefunden? Nee. Daher alle Daumen hoch für die Screenbar von BenQ.